Silbererz und so weiter. Würde ich das eher ins Inventar packen, als einen Haufen Inventar mit Waffen, die ihr wieso nur eine einsetzen könnt. Oder maximal drei einsetzen könnt. Hier wieder 10 Schrauben hab ich bekommen. Habt ihr das gesehen? 10 Schrauben. Ja, durch den Pfadfinder kriegst du deutlich mehr. Und wenn das Level sich bestimmt erhöht, kriegst du vielleicht noch mehr raus. Das waren 7 Schrauben? Geil. Hier wollte ich doch gar nicht lang. Die Blanken, ey. Kann man die nicht abschalten? So. Hier kommen wir hin. Wohin? Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Ja, ich hoffe, das machen sie nicht gleich, weil... Ich brauche euch dafür für unsere Heimatbasis. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Bonus-Herausforderung. So, gucken wir mal. Können wir noch eins herstellen? iPads. Ah, da brauchen wir einen Haufen. Haufen dieser Teile. 5 Stück brauchen wir. Müssen wir eigentlich rein theoretisch alle Pflanzen hier abkrabbeln. Aber guck mal, wie schnell das mit der Spitzhacke geht, hier das Zeug wieder, das Inventar wieder voll zu kriegen. Und so viel Munition haben wir gar nicht gebraucht in der Sturmverteidigung, Stromschildverteidigung. Das ging eigentlich. Das ist so geil gerade. Crown Zero Dresden, Stufe 23. Ui. Man merkt, durch diesen Pfadfinder kann man glücklicherweise aus manchen Sachen deutlich mehr rauskriegen. Ne? Verteidigt gegen Hüllen! Bonus! Und immer schön den Punkt treffen, da baut ihr schneller Ressourcen ab. Macht ihr. Wenn ihr richtig trefft, gleich mal 100 Schaden statt plus 50. Ah, guck einer an. Eine Höhle. Hopp. Was? Die Ressourcen nehme ich auf jeden Fall mit. Ach du Scheiße. Hier. Oh, wollte ich gar nicht. Sollten wir auf jeden Fall noch hin. Oder? Leg Blueglow in den Atlas ein. Ernsthaft? Sind die jetzt schon am Atlas? Kohle. Oh, ich krieg mal sogar zweimal Kohle raus. Das finde ich gut. Ja, gut. Zweimal Kupfererz. Sehr schön. So eine Höhle habe ich bis jetzt noch nie gefunden. Oh, was war das? Guck mal, unsere Kondition hat sich gesteigert. Von 100 auf 120 sehe ich erst oben links. Jetzt zum ersten Mal. Geil. Für was wir natürlich diese anderen Materialien noch brauchen, wie Kristalle und so und Silbererz. Oh, du bist tödlich und wunderschön. Das werden wir noch rausfinden. Ich vermute mal stark für Fallen. Für Waffen kann ich es mir bald nicht vorstellen. Pilze mitnehmen. Ah, diese Vorkommen sind das Beste, um Metall zu sammeln. Immer hier in meiner Höhle. Hab ich gefunden. Haut ab! Na, da bin ich egoistisch. Wenn ich was finde, dann will ich es behalten. Also, denke ich. So. Oh, die Höhle geht sogar noch weiter. Och, ist das schön.
Die ganze Höhle nur für uns alleine. Die haben es noch nicht entdeckt. Komm, wir schon alles mitnehmen. Guck du mal genau in die Ecken, ganz wichtig. So, Metall, so klar, Stein haben wir schon voll, das ist gut. Wir brauchen auf jeden Fall kürzer als in den letzten Folgen. Kann euch erinnern, wir haben eine ganze Folge nur Steine gekloppt. Jetzt braucht sie nicht mehr 5 Minuten dafür. Da brauchen wir ja gar nicht. So. Jetzt müssen wir natürlich auch in die Decken gucken. Manchmal ist was da hinten. Da oben dran. Immer hier drüber gucken. Manchmal liegt hier hinten eine Kiste. Quatsch, eine Kiste sage ich schon. Eine Dose mit Schrauben. Metall am Morgen gleich voll. Hier. Schraubenkiste. Die übersieht man sehr mal schnell. Unterirdisches Lager. Da oben ist nicht drauf. Da oben ist auch nicht drauf. Hier ist ein Koffer. Sammel, sammel, sammel. Hier geht's noch weiter runter. Also erstmal hier weiter. Kupfererz. Hier geht's nicht weiter. Aber die nehme ich mit wegen den Schrauben, die da drin sind. Ich bin halt ein Schraubengeiler. Hier kommen wir sowieso gleich runter. Das Inventar ist jetzt bei 70. Oh, hier hinten haben wir eine große Kiste. Könnte eine Waffe drin sein. Oder eine Skizze. Das ist ein Fall. Ich hatte natürlich gehofft, dass hier irgendwie eine Kiste, eine größere Kiste zu finden ist. Aber scheint nicht so der Fall zu sein. Schade. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Können wir jetzt wieder mal Heilpads bauen? Eins können wir bauen. So, wiederverwerten. Das und... Oh, das würde ich gerne wieder... Würde ich gerne in meiner Inventar Platz haben. Wir lassen es mal drin, ne? Ausnahmsweise. So, auf jeden Fall haben wir hier in der Höhle schön was entdeckt, was wir auf jeden Fall verwenden können. Warum ist es eigentlich dunkel? Also die Kondition hält doch nicht so lange, wie ich dachte. 120 ist wirklich nicht viel. So, Pflänzchen. Kiste. Dose. Kleine brauchen wir keine mehr. Welche Festung? Oh nein. So, mit O. Wir brauchen nur noch ein bisschen Holz, dann können wir uns ums Pflanzenkrabbeln suchen, dass wir das Pad bauen können. Lass mal hier hochkommen. Das wird aber noch lustig, unsere ganze Base aufzuleveln mit den Materialien. Und das wird erst interessant, sage ich. Wie oft wir dann rausrennen werden, um Material zu besorgen. Oh, oh. Naja, so ist das halt, ne? So, Holz haben wir voll. Dann kümmern wir uns jetzt darum, die Pflanzen hier alle
unterirdisch abzugrasen und unser Zeug zu finden. Was wir brauchen für diese komischen Schilder. Für diese Pets. Wo ist hier hinter? Ist hier irgendwo eine Dose? Na klar, ist hier eine Dose. Das Ding mache ich jetzt nicht. Ist so nervig. Aber hier ist wieder eine Höhle. Oh, ein Kupfererz. Oh. Ja, kommen wir nicht ran, hä? Ja, da kommen wir nicht ran. Aber an die Kohle kommen wir ran. Brauchen wir immer noch Zeug für. Na. Diese Wurzeln sind echt nervig. Könnten wir rein theoretisch die Dinger nicht mehr herstellen. Wir brauchen jetzt die ganze Zeug für diese Wurzeln, ey. Ja, was dahinter? Nein. Guck mal, da ist eine Dose. Düschen. Hopp. Und wenn ich das Holz nicht brauche, ich nehme es trotzdem mit. Ja. Hier brauchen wir jetzt eigentlich noch zwei. Aber der läuft deutlich schneller als der andere Klops. Und jetzt bist du tot. Und jetzt bist du tot. Hey, wer hat mit dir gesprochen? Schwitzbo, fass mich nicht an. Nicht anfassen. Oh, ernsthaft. So geil. Toll, wir haben Holz rausbekommen. Ich bin beeindruckt. Blü. So. Dass wir jetzt immer runterscrollen müssen. Das ist natürlich, das ist könnten zu verbessern hier, dass man nie ewig suchen muss. Das müsste ich auch mal umlegen, irgendwie in die Taste. Das ist am besten. Ja, legt euch die Tasten so hin, dass er am besten rankommt, ne? Was ist denn auf Y bei mir? Tja. Ich bin falsch angelegt. Ganz einfach. Schrauben. 5, 8 Schrauben. Hoho. Also, da hat er plus 3 gekriegt. Ah ja. Jetzt Verteidigung um den Atlas auf und aktiviere ihn, sobald du bereit bist.